Regenbogen-Time und willkommen zurück zu Mario Kart Wii Online. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass ihr mich bei meiner Odyssee durch die Rainbow Road begleiten möchtet. Ja, in der Tat, direkt zu Beginn die Rainbow Road. Ob mir das jetzt so gefallen mag, ich weiß ja nicht. Kommt drauf an, wie ich mich jetzt hier schlagen werde. Auf jeden Fall ja die wohl eine der längsten Strecken. Direkt zu Beginn. Kann nur gut werden. Interessant ist die Punktzahl der Spieler. Ich bin in einen Raum global reingekommen und ja, hier haben die meisten Spieler mal wieder nur 4000 bis 5000 Punkte. Mal schauen, was sie denn noch, obwohl sie diese Punktzahl haben, mir zeigen können. Mal gespannt sein. Wie ihr seht, Daisy schafft es auf jeden Fall, Bananen zu legen im richtigen Moment. Also sie waren fies gelegt. Ja, super Bibel, dankeschön. Jetzt müssen wir auf jeden Fall von hinten das Feld aufräumen. Was heißt von hinten? Wir befinden uns in der Mitte des Feldes. Dennoch, Platz 2 sollte ich anstreben. Daisy scheint mir jetzt schon, ja, schon wieder so eine fiese Banane. Ich weiß nicht, was hier los ist mit den Bananen. Gut. Kamille. Kamillentee. Hier, bleibst du wohl hinten? So, wo ist der nächste? Der Donkey Kong. Der ist gerade mal eine Kurve da hinten, seht ihr noch. Vor mir. Den werde ich auf jeden Fall noch versuchen einzuholen. Hier mal eben was hinlegen, da fährt man normalerweise rein. Siehste, reingefahren. Sehr gut. Kein Item bekommen, aber das hole ich nach. Hier an der Stelle gibt es nämlich kostenlose Items aus dem Schnellshop. Oh, 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 wow. Krass. Da ist er ja, der Player. Was macht er? Er fährt runter. Das ist natürlich eine gute Taktik. Die werden wir uns nicht abschauen. Nicht, dass ihr was denkt. Schauen wir uns nicht ab. Wo ist jetzt die erste? Die ist schon ziemlich weit vorne. Todd steht da vorne. Ist schon wieder diese Banane. Steht da vorne und ihr seht, er macht gar nichts. Ich hoffe, das heißt nichts. Nee, scheinbar irgendwie wurde er gerade zurückgesetzt. Da kam Bans. Was fliegt er jetzt schon wieder so weit? Und ich muss mich gucken, dass ich noch drauf bleibe. In der Tat noch geschafft. Fiese Bananen, aber auch denen noch ausgewichen. Ja, bisher läuft es. Bisher ist alles im Rahmen. Jetzt lege ich auch mal ein paar fiese Bananen. Der fiese Möb. Oh, Platz 1. Nee, das war der Letztplatzierte. Ja, die Punktzahl, hey. Die Punktzahl von 4000 Punkten. Meistens spielt die Punktzahl, zwar nicht immer, aber manchmal spielt die Punktzahl ja doch den irgendwie schon das Können im Mario Kart Wii wieder. Klar, wenn ein Server-Crash kommt oder so, etwaige Dinge, dann oder Cheating, dann kann sich die Punktzahl durchaus auch ändern. Aber in der Regel sind das 4000 Punkte dann doch etwas, ja, ungeübtere Spieler, sag ich mal, die nicht so oft Mario Kart Wii online gespielt haben. Weil sonst könnte ich mir nicht, ja, nicht wirklich vorstellen, dass ich jemand in Rainbow Road überholen könnte. Zumindest sah es so aus. Aber ja, so wie ich es mir gedacht habe, der zweite Platz ist meiner. Bam! Im Ziel. Das fand ich sehr, sehr gut. Das war auch ein voller Raum, ey. Aber eben, ja, die Punktzahl, die schauen wir uns jetzt nochmal an. Dann könnt ihr sehen, welche Punkte hier vergeben wurden. Ah, wird interessant. Ob ich, wie viel ich jetzt plus bekomme. Ja, da kommen die letzten Gurken der Saison ins Ziel. Ja, 31 plus für uns Platz 2. Guckt euch die Punktzahl an. Hey, das sind nur Gäste und nur. Nintendo hat doch so eine Art Ranking-System, wo eben. Ja, wisst ihr was? Das erzähle ich euch im nächsten Match. Okay, befinden wir uns hier Piazzale Delfino. Und schauen mal, was wir hier gerissen bekommen. Der Erstplatzierte, habt ihr gesehen, ich war plötzlich auf Platz 1. Das heißt, der Erste von der Rainbow Road eben, der ist jetzt nicht mehr dabei. Das heißt, mein stärkster Konkurrent ist geflohen. Jawohl. Das bedeutet im Endeffekt, dass jetzt Platz 1 meine Devise sein sollte. Er rammt mich erstmal weg. Unabsichtlich, das hat man gesehen, aber dennoch. Ja, ein Kugelwilli, der mich direkt auf Platz 1 gibt. Schönere Sachen gibt es nicht, außer tolles Wetter. Und hier auf der Strecke seht ihr schöne Sonne. Das passt. Durchaus. 1, 2, 3. Ja, jetzt hätte man überlegen können, ob man eventuell den Schuss behält.
Ich sag mir, ja, die kriegen mich jetzt eh nicht. Von daher, was soll ich mit einem Schutz? Ich meine, das kann. Ich will jetzt nicht zu viel von denen. Also ich will sie nicht zu stark unterschätzen. Denn da kann ja durchaus jemand Fieses mit einem roten Panzer kommen. Von daher, ein Schutz ist da denn auch ganz gut. Ja, die Banane liegt da jetzt und die haben kein Item. Wurde ja ebenfalls geblitzt. Weil sie nicht, weil sie zu schnell gefahren sind, sondern weil der Typ hinten meinte, ja, ich setze doch mal das Item ein. Kannst du mal driften? Dankeschön. Okay, ja, richtig. Ich wollte euch ja was zum Ranking-System erzählen von der Wii U. Die haben sicherlich auch ein Ranking-System in Mario Kart 8, aber jetzt von Mario Kart 7. Mario Kart 7, 3DS. Mario Kart Wii, beziehungsweise Mario Kart 6, wenn man den Nummern folgt. Also, man bekommt ja Punkte abgezogen, wenn man schlecht ist, oder Server-Crash meinetwegen auch. Aber man bekommt Punkte gut geschrieben, wenn man gut ist. Und die Connection, also die Verbindung, die aufgebaut wird zu irgendwelchen globalen Servern und kontinentalen Servern, die man etwaiger Dinge ja wählt, auswählt, wenn man einen Server joinen möchte online, die sollte sich laut Nintendo nach der Punktzahl, die man selbst hat, richten. Das heißt, wenn ich jetzt mit meinen 7000 Punkten, schätze ich mal, online gehe, dann sagt Nintendo normalerweise, dass ich auf Leute treffe, die schon im Bereich von 7000 Punkten sind. 5000 mit einer Spannweite von 1000, das heißt, ihr habt einen Intervall. 500 Punkte unter mir, 500 Punkte über mir, das ist so der Rahmen, den ich so als okay bewerten würde, wenn sie so ein Ranking-System haben. Da sage ich jetzt nicht, dass so ein Wertungssystem ist mit, ja, es ist natürlich ganz toll. Aber ich habe mir einen Vorsprung rausgefahren, der ist natürlich auch gut. Und selbst so ein Fehlstart hier kann ich noch locker wegstecken. Also da verstehe ich Nintendo nicht, weshalb sie mich jetzt in so einen Raum reinwerfen, wo wirklich 5000 Punkte Leute, doch 4000 auch, ne? Ja, doch auch. Ja, eben so welche Leute drin hängen, die mich doch gar nicht einholen können. So ein bisschen muss das doch nach der Punktzahl gehen. Das bedeutet, dass wenn ich hier 7400 Punkte habe, ich doch schon auf Leute treffen sollte, die im 7000-Punkte-Bereich sind. In der Regel. Nicht immer. Aber doch. Nächstes Rennen. So, willkommen zurück auf der Kokospromenade. Und damit geht es los. Wer ist dabei? Man sieht es noch nicht. Nehmen wir erstmal die rechte Spur. Der Johnny Cash ist auf jeden Fall dabei. Hier hast du. Jetzt liegt das da oben. Und der Richie ebenfalls. Ja, und wie ihr gesehen habt, wir sind nur noch zu dritt. Das bedeutet, Nintendo hat wieder mal viele Leute rausgeschmissen aus dem Raum. Was ich schon ziemlich seltsam finde, dass hier immer wieder Leute gekickt werden. Jetzt muss ich hier mit drei Leuten fahren. Ich meine, da kommen wir auch noch drauf klar, ne? Denn wie ihr seht, der erste fährt mir ja schon davon. Da muss ich mich jetzt anstrengen, den noch zu erwischen. Ja, da vorne springt er. Ich könnte ihn jetzt abschießen mit meinen beiden Items. Hol dir schnell das Auto. Ja, doch, ich hol dir noch einen. Ich hol den locker noch einen. Der fährt mir hier nirgendwo hin. Das wäre noch schöner. Hier, hast du. Und das war's. Jetzt muss ich gucken, wo er kommt, damit ich ihm noch eine schöne Bombe gebe. Wo fährt er lang? Da hinten fährt er lang. Straße, so gucken. Jetzt kommt er von unten natürlich da runter. Ne? Ja, der ist er ja. Der ist er ja. Ich habe eine Bombe. Wenn ich ihn jetzt richtig abschießen würde. Shit. Okay, wenn die hochgeht, dann geht auch meine Wolke hoch. Das ist doch schon klar, oder? Na gut. Ja. Ich hätte jetzt sogar vermutet, dass mich die Bombe trifft. Aber das hat sie nicht getan. Und so wie ich es mir schon gedacht habe, Nintendo hat diesen Server gerade aufgegeben. Keine Ahnung, was passiert ist. Aber selbst wir konnten das Rennen nicht aufnehmen. Gut, ich wechsle den Server und wir sehen uns im nächsten Rennen.
Neuer Raum, neues Glück mit 10 Spielern im Versus Modus auf der Luigi's Piste. Ja, ihr fragt euch jetzt, welche Punktzahlen mögen diese vermeintlichen Gegner hier auf der Strecke haben? Und ich kann euch sagen, ich habe ja 7400 Punkte aktuell. Das bedeutet, meine Punktzahl gibt natürlich, wenn ich global joine, gut, dass mir die jemand weggenommen hat, natürlich vor, welche Punkte dann etwa die anderen haben werden. Und das ist natürlich 4500 Punkte. Also die meisten Spieler haben hier 4500 Punkte. 5000 Punkte ist auch noch drin. Einer mit 8500 Punkte, das wird mein ärgster Feind sein, aber die meisten haben wirklich keine Punktzahl, die relevant wäre zu nennen. Aber eine Sache gibt es dann dennoch, dass natürlich auf Luigi's Piste jeder gewinnen kann. Das heißt, wir müssen uns dennoch anstrengen. Hier ist es nicht so, dass wir jetzt leicht an den ersten Platz kämen, nein, denn hier entscheidet natürlich auch sehr viel das Glück in der letzten Runde. Schade, der war schon relativ gut abgepasst, aber dennoch nicht getroffen. Ich denke, die Wolke kann ich ignorieren, weil hier wäre ich eh schnell. Mit zwei Panzern kriege ich den, ja, das war das Item, was ihn jetzt nach vorn gebracht hat. Ja, jetzt hat er aber abgeschossen, das war ein Fehler von dir. Und er hat auch kein Item, habt ihr gesehen, wie er gerade seine Fakebox da losgeworden ist. Ich sehe es schon kommen, in der letzten Runde kommen sie nochmal alle. Ja, ich muss Mario nur einholen, dann kann ich ihn abschießen. Oder eben Boost. Boost ist natürlich auch eine gute Sache. Und ich habe ihn getroffen. Jetzt hat keiner mehr ein Item, außer die hinteren, die jetzt gerade das Item erst... ja, da kürzt schon jemand ab, ich sehe es. Oh oh. Ja, da kam er gerade vorbeigeschossen. Ich habe noch nicht mal gesehen, was das für ein Item war. Aber ja, das ist die letzte Runde von Luigi's Piste. Und das in der Tat ist das der 8000-Punkte-Spieler. Ich glaube sogar, der hat die Taktik verfolgt, in der letzten Runde ziemlich weit hinten zu sein, damit er das gute Item bekommt. Aber auch mit meiner Taktik weiterhin vorne zu bleiben, bin ich noch ganz gut parat gekommen. So, wir befinden uns auf der Uhu-Weide. Ihr wisst Bescheid. Kuhmu-Weide. Und auch eine Strecke, die ich gewählt habe, guckt euch diesen, der hat doch die vielen Punkte, also der lässt sich durchaus hier nach hinten fallen, damit er dann die guten Items bekommt. Hat eben geklappt, mal schauen, ob es jetzt immer noch klappt. Ihr seht, meine Taktik war scheinbar auch. Ja, ich werde jetzt, da ist er nämlich schon, seht ihr, wie schnell man hier wieder nach vorne kommt. Der Pan, den kriegen wir auch noch einen und der hat jetzt rote Panzer. Aber stört mich jetzt nicht weiter, denn auf dem Platz 6 bekomme ich immer noch ein passables Item. Na gut, ein Pilz ist jetzt immerhin ein Pilz. So, die sind ziemlich weit weg mit ihren Sternen. Das lohnt sich noch nicht mal auszuweichen. Okay. Wir haben einen grünen Panzer zum Schutz vor schlechten Zeiten. Da kommt der Jovel wieder. Was macht er? Alter Schwede. Wie man hier zur Seite gekickt wird und gegen die arme Kuh... Zum Glück nicht letzte Runde, sonst würde ich jetzt heulen. In der Ecke liegen. Ja. Aber zum Glück noch nicht, denn in der zweiten Runde kann man hier noch alles retten. Jetzt sollte ich mich trotzdem beeilen, denn jetzt bin ich letzter. Stern habe ich gern. Und so werden wir uns jetzt nach vorne pirschen. Wir werden uns anpirschen. Da wissen sie noch gar nicht, was geschieht. Ich denke mal, erst beim nächsten Itemkasten, so wie es hier aussieht. So. Geben wir Gas. Hier geht alles drunter und drüber. Hier geht alles hoch und nicht drunter. Okay. Gibt mir ein gutes Item. Der perfekte Item. Ihr seht da vorne den Nils. Der ist übrigens ein ja, Freundeskontakt. Denn das ist der liebe Baku auf YouTube. Ja. Den kriege ich noch. Locker. Perfekter Item-Einsatz und somit noch den ersten Platz. Schön, den 8500-Punkte-Spiel auch noch bekommen. Ach, wieder auf der Kuh. Habt ihr gesehen? Ja. Sehr nice. Habe ich nochmal ein paar Punktchen bekommen hier. Ja, den ja, Jovels hier, 8200 Punkte. Und dann zeige ich euch Nils hier auf Platz 8. Das ist der Baku mit 2 Sternen. Vielleicht hat er im nächsten Rennen mehr Glück. War Luigi's Piste. Los geht es. Mal schauen, wie wir jetzt... davon kommen. Ja, der Raum hat sich etwas gebessert.
es befinden jetzt sich auch ein paar 7000-Punkte-Spiele drin, aber auch immer noch die Gurken der Saison von ihren 5000 Punkten. Ja, Ranking-System FTW, sag ich euch. Aber okay, denn wie ihr eben gesehen habt, es war ein bisschen Glück am Ende mit meinem Item auf der Kumu-Weide. Können hier noch relativ auch die Leute, wenn sie ein richtiges Item im richtigen Moment haben, können die hier wirklich glänzen, sagt man mal. Und daher nichts abschreiben. Also selbst wenn man hier gute Punkte hat, kann man auf Platz 10 sein. Wie ihr seht, bestes Beispiel. So, erstmal mir ein Item gönnen. Ich sagte mir ein Item gönnen. Na gut. Ist ja nicht so, dass wir noch zwei Runden haben. Zwei Runden sind noch im Petto, also da gibt noch einiges an Möglichkeiten, hier noch nach vorne zu kommen. Und ich denke mal, klar, da seht ihr wieder der 8000-Punkte-Spieler, ich sehe den da vorne, das ist der mit Mi, ein relativ guter Charakter zum Wiedererkennen. Also da sehe ich das. Ach, guck mal an, ich bin schon wieder Platz Nummer 3. Toll, jetzt hat er mich doch tatsächlich von meinen Items weggekickt. War der wirklich auch klein? Ich habe das jetzt gar nicht so gesehen. Gut, dass ich klein bin, sonst würde ich da gar nicht durchpassen. Okay, Wolke, FTW. Sagen die sich nicht? Ich glaube mal, wie die ausgewichen sind. Wenigstens habe ich sie abgegeben. Und langsam aber sicher sollte ich gucken, dass ich zumindest ein bisschen nach vorne komme. Ich erfahre lange noch nicht mal Platz 1 mehr, weil der 8000-Punkte-Spiel ein bisschen weit vorne ist. Aber so Platz Nummer 2 wäre schon drin, oder? Kommt drauf an, was der Baku dagegen hat. Wie gesagt, Nils heißt er hier. Und erstmal den ersten wieder zurückholen. Klar, das mache ich doch immer wieder gern. Und da wurde er gerade getroffen. Und ja, perfektes Drifting hier. Ist direkt wieder angesetzt. Da ist er schon wieder, Jovel. Vielleicht kriege ich ihn ja doch noch. Das wäre doch spannend, ihn noch zu kriegen. Aber ja, natürlich sind hinter mir... Okay. Ich wollte gerade sagen, die sind hinter mir, aber nein, die sind ja kaum. Okay, vergesst, was ich gesagt habe. Sie sind hinter mir. Komm, gehe ich schnell hoch. Ich weiß ja, dass ein paar 7000-Punkte-Spieler drin sind. Das heißt, neben mir wird jetzt einer sein. Da muss ich wirklich passen. Ja, da ist er. Der war zwar getroffen, aber okay, wenn der Server meint nein, dann muss ich das wohl so akzeptieren. Schade, schade, schade. Ich glaube nicht, dass ich den jetzt noch kriege. Denn ich habe keine Möglichkeiten. Was macht er? Boah, ich habe die Banane gesehen. Hab gerade... Nein, komm schon. Was war das denn jetzt? Was? Bin ich falsch aufgekommen? Oder lag da irgendwie... war da irgendwie der Schlamm was feucht da an der Stelle, weil es geregnet hatte in der Arena? Man weiß es nicht. Okay. Schade. Ich hatte mir doch noch Chancen auf den ersten Platz eingeräumt. Und Marco ist letzter. Was bei Zoll ist bei ihm passiert? Gut, hat euch das Video gefallen? Lasst mir doch eine Bewertung da, würde mich freuen. Schreibt einen netten Kommentar und dann sage ich bis zum nächsten Mal, euer Playmelden. Bye!